Frank Goldammer ist mein Name. 45 Jahre alt, Malermeister, Maler- und Lackierermeister und Schriftsteller. Andere gehen halt zum Fußballtraining oder bauen die Modelleisenbahn oder häkeln und ich setze mich halt jeden Abend an meinen Computer. Ich bin Sabine Ebert und ich schreibe historische Romane über deutsche und ganz besonders sächsische Geschichte. Und das ist für mich jedes Mal eine spannende Entdeckungsreise, auf die ich die Leser dann auch mitnehmen möchte. Mein richtiger erster Bestseller, das war aus der Max-Heller-Reihe, das ist ja inzwischen schon der fünfte Band aus dieser Reihe, war der Angstmann. Das war der erste Teil, glaube ich, 2016, der tatsächlich dann auf die Bestsellerliste geschafft hat. Das war natürlich dann schon auch mal ein richtig guter Moment. Ja. Mein erstes Buch, was auch ganz unerwartet ein Riesenerfolg wurde, war Das Geheimnis der Hebamme. Da geht es allerdings nicht so um Kinderkriegen im Mittelalter, sondern um die Siedlerzüge in unsere Gebiete, in unsere Gefilde, in den Osten, in die Mark Meißen, im deutschen Hochmittelalter und die ersten Silberfunde im Erzgebirge. Ich bin jetzt schon oft auf der Bestsellerliste gewesen, aber ich wünschte mir natürlich auch mal, dass das irgendwann vielleicht mal bis ganz nach oben geht. Das wäre auch mal schön. Und dass man mich aber auch nicht immer nur als diesen Krimi-Autor, sondern dass man einfach sagt, hier, das ist der Goldammer, der Schriftsteller. Ja, das wäre so ein Wunsch. Ich weiß nicht, das hoffentlich klingt das bescheiden. Das ist meine aktuelle Reihe, der Schwert und Krone. Da bin ich zurückgekehrt ins 12. Jahrhundert, wieder deutsche und sächsische Geschichte, die Zeit Kaiser Barbarossas. Aber diesmal erzähle ich aus der Perspektive der Fürsten, also von dem gnadenlosen Kampf um die Macht. Ich glaube, dass Lesen immer noch ein Prozess ist, der ist noch ganz besonders. Also man wird nicht 2 Stunden lang beliefert, sondern man muss schon ein bisschen sich das erarbeiten. Und man hat aber viel mehr davon. Also, und man hat vor allen Dingen auch ein gutes Gefühl dann zum Schluss. Man kann das Buch zuklappen und die Augen schließen, ohne zu denken, jetzt habe ich wieder 4 Stunden vor der blöden Klotze gehabt. Wir können jetzt nicht viel reisen, aber in unserer Fantasie können wir es. Und Bücher bringen uns in Welten und in Zeiten, die wir ohne sie nicht erreichen können. Also ein gutes Buch unterhält und im Idealfall bringt es auch noch einen Erkenntniszuwachs. Und ich glaube, jetzt gerade auch in dieser schweren Zeit können Bücher uns auch ein Halt sein und eine Zuflucht und ein Trost und auch mal ein paar Stunden einfach mal Ablenkung von den Sorgen, die wir jetzt so haben. Ich würde mich freuen, wenn mir das mit meinen Büchern gelingt.